Also, es ist ja nicht so, dass ich kein Vertrauen in Demokratie hätte, sonst hätte ich ja nicht gerade mit vielen Leuten zusammen eine Gewerkschaft gegründet. Gewerkschaften sind ganz wichtiger Faktor gesellschaftspolitisch immer gewesen. Das höre ich von einem Ex-FDPler. Naja, selbstverständlich. Ja, der Liberalismus stand ja an der Wiege der Gewerkschaften quasi. Das Problem ist, dass sich mittlerweile, eben gucken Sie sich das an, beispielsweise mit der designierten neuen DGB-Vorsitzenden, einer sozialdemokratischen Politikerin, die dann in den Austausch treten soll mit der Vorsitzenden bzw. Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit, einer sozialdemokratischen Politikerin, Frau Nahles, um darüber zu sprechen, was der sozialdemokratische Politiker Heil als Bundesarbeitsminister und der sozialdemokratische Kanzler Scholz so alles machen. Also eine Sozi-Clique, sagen Sie. Naja, nicht nur das. Und dann haben Sie eben, und jetzt kommen wir noch eine tiefere Ebene, Sie haben dann in einem Unternehmen wie Volkswagen einen Personalvorstand, der auf dem Ticket aus einem SPD-Bundestagsbüro wiederum über die Gewerkschaft plötzlich Personalvorstand wurde. Sie haben letztlich Parteienstaat nennen? Naja, da gab es ja mal das Wort davon, die Parteien, Hans-Herbert von Arnim war das, glaube ich, haben sich den Staat zur Beute gemacht. Ja. Und das stellen wir natürlich an vielen, vielen Stellen fest. Und wenn wir eigentlich wirklich gute, funktionierende Institutionen haben, die aber mittlerweile eben ausgehöhlt sind, und das haben sie in allen Bereichen, sie haben es auch mit Begriffen, ich hatte es hier schon mal gesagt, mit Begriffen wie der sozialen Marktwirtschaft genauso, die ist ja noch da. Das Blöde ist nur, dass man den Inhalt komplett mit einem scharfen Löffel rausgenommen hat und was anderes reinsteckt.